Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Set Spotlight von Duskmoor House of Horror. Haus des Schreckens. Haus des Schreckens. Ich bin's, euer Patrick. Bei mir ist der schreckliche Matthias. Hallo, servus. Der euch heute mit grünen Karten in Angst und Schrecken versetzen wird, die alle schrecklich gut sind. Jawohl. Und so fangen wir auch gleich an. Mit dem schrecklich guten Balustradenwurm, der ist nämlich wirklich gut, kostet 3 farblose und 2 grüne für einen 5-5er Wurm. Ja, dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Sollen auch nicht. Genau, verursacht Trampelschaden. Ist besser. Und hat Eile. Oh, wenn schon, dann gleich gescheit. Genau, aber das war's noch nicht, da ist noch mehr Text oben. Ah, sehr gut. Delirium, du kannst 2 farblose und 2 grüne zahlen. Bringe den Balustradenwurm aus deinem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls dein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält und nur wie eine Hexerei. Ja. Den finde ich schon sehr gut. Ja. Gehst für 5 Mana mal für 5 hauen, dann stirbt er und dann kommt er nochmal für 4 Mana, nochmal für 5 hauen. Ja, das ist eine geile Karte. Ja. Vor allem, wenn das Control-Deck vielleicht jetzt nicht das Hard-Removal hat, sondern sich denkt, passt, ich habe den Counter-Spell, um das nächste Threat zu handeln und dann ist so, Balustradenwurm. Ja, genau. Schenkt er gleich ein. Ja, finde ich sehr gut. I like. Und vor allem, zuerst ist er uncounterbar und dann ist die Ability, die am Mole ist, auch uncounterbar ist wahrscheinlich. Ja. Nicht so schlecht. Gute Karte. Aha, hier ist die andauernde Vitalität. Genau. Kostet ein farbloses 2 grüne. 3-3 für einen Hirschschimmer. Mhm. Auch eine Verzauberungskreatur. Wachsamkeit gefällt mir sehr gut, weil Kreaturen, die du kontrollierst, haben Tappe, erzeugen Mana der beliebigen Farbe. Jawohl. Und wieder die andauernde Fähigkeit, stirbt sie und war eine Kreatur, kommt sie als Verzauberungs- Man muss ohne Kreatur ehrlicherweise zurück. Sagen, das ist die erste von diesen Kreaturen, wo die Mana-Kosten entsprechend für Power und Toughness sind. Du kriegst für 3 Mana. 4-4-3 ist jetzt auch nicht ganz furchtbar. Ja, aber du kriegst für 3 Mana eine 3-3 mit Vigilance. Ja. Dann kriegst du für 4 Mana eine 4-3 ohne Ability, also ohne zusätzliche Keyword. Ja. Es ist wieder mal grün, danke. Mhm. Und dann halt das Mana-Tappen, das auch für Kreaturen, das heißt auch für sie selber ist und nicht nur für andere, ist natürlich auch nice. Geht halt auch mit Wachsamkeit, ne? Ja. Das ist eine 3-3er, die halt für Mana tappt und angreifen geht. Der Hirsch leuchtet auch schön. Finde ich gut, gefällt mir. Ja. Was ist das? Spukgehölzkreischer. Kostet ebenfalls ein farbloses und 2 grüne. Ist ebenfalls eine 3-3, aber ein Bestienmutant. Oha. Immer wenn der Spukgehölzkreischer angreift, manifestiere das Grauen. Also schaut auch aus. Und ein farbloses, ein grünes, zeige ein verdecktes Permanent deiner Wahl offen vor. Falls es eine Kreaturenkarte ist, kannst du es aufdecken. Jupp. Das ist nicht so schlecht. Genau, der freut sich über Manifeste. Ja. Ganz Feste witzige mit den Manifesten. Synergie. Ja. Schisti-gschasti. Hat eine Synergie mit sich selber, macht der Manifeste, dann deckt er die Manifeste auf für 2. Der kann sicher wegen welche lustigen Commander-Decks toll sein, wo du verdeckte Karten hast, die urfett sind. Ja. Ja. Und jetzt nicht unbedingt nur von dem Manifestieren, von dem genau, du manifestierst halt irgendwie, nicht irgendwelche indem er Morphs oder sonst irgendwas kannst du auch aufdecken. Spielst du für 3, deckst gleich für 2 Mana irgendwas auf und hast auf einmal eine, keine Ahnung, schieß mich tot, 10 Zehner. Ja, irgendwas Orges. Ja. Ja. Läuft. Genau. Heckenschredder. Jawohl. Wow. 2 farblose, 2 grüne. Ein Artefakt-Fahrzeug. Ein 5-5. Bemannen 1. Natürlich. Immer wenn der Heckenschredder angreift, kannst du 2 Karten millen. Jawohl. Immer wenn eine oder mehrere Länderkarten von deiner Bibliothek auf deinen Friedhof gelegt werden, bringe sie getappt ins Spiel. I like. Verstehe ich. Den mag ich. Ja. 4 Mana 5-5, wir malen 1, ich meine, kann halt jeder Wusel einsteigen. Genau. Ja, vor allem der Wusel. Und dann greifst du an, brutz, schneidest dich einmal durch dein Deck, willst 2 und bringst gleich 2 Länderkarten ins Spiel. Gefällt mir. Ja, also wenn es 2 Länder hittest, dann kannst du dich feiern lassen, aber. Du musst halt wissen, wie es geht. Achso. Schaffeln und so. Ja, richtig. Verstehe. Und wenn Pirik tut, dann schon wieder aktivieren halt. Ne? Alles klar. Ja. Ich finde die auch ganz solide. Ja. Vor allem, weil die Unterability ja
unabhängig von der oberen, ist es, wenn was bei dir, von dir im Friedhof geht, von deiner Bibliothek, dann triggert sie auch, ohne dass du es mit ihr gemeldet hast. Oder mit dem gemeldet hast, was auch immer es ist. Das ist im Deck keine Kreatur, gell? Nein, das ist im Deck ist ein Artefakt. Na, kannst nicht reinofen und alle Länder ins Spiel zurückbringen, die du aufgedeckt hast. Nein. Ach, das wäre schon wieder ein Synergie gewesen. Ach, Oath of Druids. Ach, da. Also eine Fairy-Karte. Ja, da ist auch eine Fairy-Karte. Mhm. Kona, das rettendes Monsterchen. Sehr witzig. Ja. 3 farblos, ein grünes. 4-3 legendäre Kreatur, Bestie Überlebender. Mhm. Und hat natürlich Überlebenskunst. Jawohl. Zu Beginn deiner zweiten Hauptphase und falls Kona rettendes Monsterchen getappt ist, kannst du eine Permanentkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Mhm. Schon ziemlich fair. Schon ziemlich fair. Also den will man ausspielen, gleich tappen und dann bam. Galter. Droppt man was Blades. Zum Beispiel. Ja, oder am Nischen, sondern droppt man alles. Ah, jetzt ist es wieder unfair. Du bist immer so unfair. Ja. 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 Der ist schon sehr gut. Ja, 3-4 würde mir besser gefallen. Ja, verstehe ich, weil 3 ist halt so der Burn-Hintern, aber trotzdem gut. Ja, also. Hat halt, das Seeding ist halt extrem, was du mit dem aufführen kannst. Im blödesten Fall ist eine 4-Mana, 4-3, die nichts macht, aber im besten Fall spielst halt die unfairste Kreatur und hast da gerade 20 Mana gespart. Also wahrscheinlich nicht das, aber zumindest 5-6. Ja, das stimmt. Mit dem kannst du auch viel Mana sparen. Das stimmt. Leylinie der Mutation. Das ist die 2 farblose, 2 grüne. Leylinienfähigkeit. Fifth Dawn. Stimmt. Feeling. Fist of Suns. Mhm. Du kannst Wubrge bezahlen, statt die Mana-Kosten von Zaubersprüchen, die du wirkst, zu bezahlen. Ja. It's Fist of the Sun als Leyline. Ja. Okay. Ist okay. Ich meine. Kann man in Commander schon mal spielen. Genau. Wenn man das und Fist of the Sun hat. Und ein Five-Color-Commander. Ja. Vorzugsweise. Sonst wird es schwer mit der Karte. Genau. Okay, was ist das? Allesfressende Fliegenfalle. Also die eigentlich die allesfressende Allesfalle. Die schaut so aus. Servus. 2 farblos, ein grünes für eine 2-4 Pflanze. Sorry, ich weiß, da ist viel Text oben. Aber wie kann das eine allesfressende Fliegenfalle sein? Nicht Reach haben. Makes no sense at all. Das ist leider wahr, ja. Delirium. Ja, ist leider wahr. Immer wenn die allesfressende Fliegenfalle ins Spiel kommt oder angreift und falls dein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, verteile 2+1+1 Marke auf eine oder 2 Kreaturen deiner Wahl. Mhm. Falls dann dein Friedhof 6 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, verdopple die Anzahl an +1/+1 Marken auf jenen Kreaturen. Genau. Okay, das heißt, die hat Delirium und Mega-Delirium. Ja. Jo, für Markendecks in Commander sicher toll. Ich bin leider enttäuscht, dass die keine fliegenden Kreaturen blocken. Und so, jetzt sind wir beim Herrscher des Spukgehölzes. Der grüne Herrscher, ja. Angekündigt von Patrick Potelas, die Karte, die ihm am besten gefällt. Nein, ich habe gesagt, das ist der Herrscher, der mir am besten gefällt. Ja. 3 farblose, 2 grüne. Jawohl. Für eine 6-5, die ist über deinem Durchschnitt, Patrick. Ja, genau, das ist ja auch grün. Muss sein. Aber da schreckt natürlich wieder Unheilstoren 4 auch. Mhm. Und ein farbloses 2 grüne. So, jetzt kommt's. Jawohl. Immer wenn der Herrscher des Spukgehölzes ins Spiel kommt oder angreift, erzeuge einen getappten, farblosen Landspielstein namens Überall, der alle Standardlandtypen hat. Ja. Und hier haben wir Überall. Ich habe ihn extra sogar rausgesucht, leider in dem Fall auf Englisch, aber ist wurscht. Im Endeffekt nur, Everywhere. Er ist halt Plains, Island, Swamp, Mountain, und Forest. Mhm. Das heißt, du spielst Turn 3, rampst dich auf 4, bist jetzt 5 Color. Das heißt, Leyline Binding ist mal gefixt. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, weil das Deck schon ganz gut ist, aber ob das nicht zum Beispiel ein Slot in Domain verdient hat, instant. Und auch sonst finde ich das ich finde einfach dieses Land schon sehr gut. Ja, schon sehr gut, ja. Und vor allem, er rampt dich dann halt dahingehend, dass du im nächsten Turn den zweiten einfach hardcasten kannst. Es ist keine legendäre Kreatur. Dann hast du 2 davon, den einen hast du gleich noch ein Land, kannst mit dem anderen gleich angreifen. Also, ja, und dann hupft die Attacks auch gleich raus. Genau, hupft die Attacks auch schon. Ja, gefällt mir. Ja, den finde ich sehr gut. Me too.
den sehe ich, Patrick. Ui. Gerade noch Glück gehabt. Das ist die Bybox-Promo auch, gell? Ja, ich glaube ja. Die zuckende Puppe. Die ja. zuckende Puppe, danke. Das ist wirklich... Ein farbloses, ein grünes. Ein 2-2 Artefakt-Kreatur Spinne-Spielzeug. Mhm. Kann man tappen. Erzeuge ein Mana in der beliebigen Farbe. Lege eine Nestmarke auf die zuckende Puppe. Und tappe, opfere die zuckende Puppe. Erzeuge für jede Marke auf der zuckenden Puppe einen 2-2 grünen Spinnenkreaturspielstein mit Reichweite. Leider nur wie eine Fähigkeit, wie eine Hexerei aktivierte Fähigkeit. Ja, aber trotzdem. Also die Karte ist ja gut, aber diese Vorstellung von einer Puppe, die, wo dann so die Spinnen rauskommen. Mit der, die mit Spinnen voll ist, wow, das ist schon, also ich habe jetzt per se kein Problem mit Spinnen. Aber das ist schon eine wirkliche Horrorvorstellung. Mhm. Wenn du so ein Kuscheltier hast und dann hupft eine Spinne raus. So, explodiert so und es kommt so. Ja. Ja, sein Mana-Viech, das halt am Anfang Mana macht und dann verwandelt sich in viele 2-2er. Genau. Ist okay. Ist okay, ja. Ist okay. Was ist denn hier los? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Was, du hast Tyver nicht gesehen? Du hast den Tyver, Elfen der nicht Brügler. Gesehen? Ist ja geil. Ja. Ein farbloses Zeug. In der Lore ist Tyver und die Wandering Empire, die zwei, die voll austeilen. Mhm. Sehe ich. Macht im Artwork auch. Also, 3 Mana für eine 3-3. Legendäre Kreatur Elfkrieger. Tappe eine andere ungetappte Kreatur, die du kontrollierst. Tyver, der Prügler, erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Tappe ihn. 3 farblose, 2 grüne. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten bis zum Ende des Zuges plus X, wobei X gleich der höchsten Stärke unter Kreaturen ist, die du kontrollierst. Also mit ihm am Feld zumindest 3-3. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, er ist nicht gut genug, dass er einen Slot in deinem in einem Elfendeck verdient hat. Ja. Aber ich finde ihn trotzdem ganz nett. Ja. Ja, er ist ganz nett. Ja. Aber da gibt es einfach bessere. Ja. Aber cool, dass er rumprügelt. Gut für ihn. Gut für ihn. Hau zu, Mann. Gut für ihn. Valgowoths Angriff. Mhm. Das ist keine Set-Spotlight-Karte. Nein. Fuck. Also, ja. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ist nicht extra ausgewiesen als solche. Doppel-X und ein grünes, eine Hexerei. Manifestiere das Grauen x-mal und lege dann x+1+1 Marken auf jede jener Kreaturen. Mhm. Ja. Das heißt, für 3 Mana kriegst du eine 3-3. Jawohl. Für 5 Mana kriegst du 2-4-4er. Ja. Okay. 2-4-4er für 5 Mana ist schon okay. Ja. Wow. Ja. Und du hast, zwei weitere Karten im Friedhof. Ja. Und diese manifestierten Karten können ja Kreaturen sein, die dann umdrehen und die Marken behalten und dann auf einmal fetter sind. Das stimmt. Ja, sehr mana-intensiv für okayen Output, würde ich sagen. Ja, es ist auch keine Karte, wo ich dich feiere, aber sie ist okay. Ja. Feiern ist eine tolle Überleitung, weil die letzte grüne Karte für heute feiere ich hart. Ist ein bisschen broken. Das ist nämlich der begehbare Schrank. Mhm. Ein Verzauberungsraum kostet 2 farblose und ein grünes. Du kannst Länder aus deinem Friedhof spielen. Hm. It's Yay. Crucible of Words. Aber. Aber die zweite Seite. Der vergessene Keller kostet 3 farblose und 2 grüne, 5 Mana. Aber wenn du diese Türe entsperrst, kannst du in diesem Zug Zaubersprüche aus deinem Friedhof wirken. Und falls in diesem Zug eine Karte von irgendwo auf deinen Friedhof gelegt werden würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Diese Karte finde ich sehr gut. Was, du magst Yawgmoth Widdle mit einem Crucible drauf? Ja. Verstehe ich gar nicht. Perfekt. Richtig toll, die Karte. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass du quasi nicht Tutor Fastbond machen kannst und dann die Fastbond-Kombo, weil du im Zuge dessen deine Länder sacken musst und die würden dann exiled werden. Das heißt, du musst das Ganze eine Runde delayen, was ein bisschen schade ist. Aber es ist trotzdem alles auf einer Karte oben und schon ziemlich broken. Ja. Also die Karte ist richtig gut. Ja. Ich meine, auch nur für spezifische Decks. Ja. Ich würde auch sagen, es ist eine Karte, die das Spiel in Standard wahrscheinlich nichts machen wird. Ja. Aber halt für... Wenn dein Deck Crucible möchte, kannst du diese Karte auch spielen. Ja. Und ist wahrscheinlich besser. Kommt auf das Deck drauf an. Crucible ist halt ein Fabel, ist ein Artefakt. Ja, ja, okay. Es gibt immer noch Synergien halt, ja. Aber grundsätzlich absurd halt, ja. Ja.
Ja, gute Karte. Love it. Gute Love Karte, it. Diese. Ja. Passt. Damit haben wir Grün absolviert. Jawohl. Haben den fünften Teil abgeschlossen. Was heißt das? Dass wir uns morgen mit Teil 6 sehen. Zwei weitere gibt es noch. Genau. Ja, zwei Beiträge, bevor wir zu den Commander-Karten kommen. Ach so. Aber jetzt morgen mal dann Multicolor. Natürlich, weil mehrfärbige Karten wie immer die meisten sind, wird auch wahrscheinlich die nächste Folge. Wofür so viel mehr sind es diesmal gar nicht. Das ist relativ okay. Okay. Ich habe bei den Ankommens, wo es viele durchaus gute gibt, relativ hart gecuttet. Aber ja, ich danke auf jeden Fall wieder mal für deine Unterstützung. Immer gerne. Euch natürlich fürs Zuschauen. Ihr könnt es gerne wieder Kommentare unter Video hinterlassen. Ihr könnt es auf den sozialen Medien antreffen oder vor allem hier persönlich im Spiel am Wien. Bis dahin, viel Spaß mit, nein, habt's noch nicht, noch kein Pre-Release. Dann bis morgen. Ciao. Ciao, servus. Doch, noch keins. Nein. Nein, wenn ich am Samstag die Folge 1 ausbringe, so wie ich es plane, ja, kommt die letzte Folge am Freitag.